aus Hamburg. Ich nehme mal meinen Arm weg, dann sieht man auch mein Konterfeil. Montag, der, keine Ahnung, was ist heute? Ich weiß nicht, auf jeden Fall 7 Uhr morgens, die Sonne scheint. Es wird ein geiler Tag, ein arbeitsreicher Tag. Die Stimme ist noch nicht da. 3 Wochen bis zum Wettkampf und Gewicht heute Morgen bei 78,5. War jetzt am Samstag schon bei 77,9. Aber das fluktuiert ja sowieso. Von daher alles gut, was das angeht. Heute steht ein Beintraining auf dem Plan und Cardio. Das heißt, diese Woche wird 4-mal Cardio. 30 Minuten gemacht und dann nächste Woche vielleicht sogar noch eine Hit-Einheit drauf. Aber das gucken wir mal. Und für die Leute, die immer denken, ja, ey, der hat doch immer das Gleiche an, habe ich auch. Das liegt einfach daran, dass dieser Gymshark-Hoodie, das ist diesen Thermal-Hoodie, richtig schön warm hält. Auch wenn wir jetzt Sommer haben und die Temperaturen langsam wärmer sind, für die, die schon mal versucht haben, ihren Körperfettanteil so niedrig zu bekommen. Die werden das kennen, dass man halt relativ schnell fröstelt. Man hat halt nicht so viele schützende Fettreserven vor der Kälte. Und man fängt schneller an zu frieren. Und da ist so ein dicker Hoodie halt mit so einem dicken Kapuzenhals etc. Was weiß ich, wie man das nennt. Overall genau das Richtige. Und ich liebe sowieso so eine Hoodies halt. Von daher habe ich immer diesen Gymshark-Hoodie an. Ich habe noch ein paar andere Klamotten, aber im Moment ist das mein Go-To-Hoodie. Alright, let's get this week started. Back im Car, Arbeit ist durch. Jetzt kommen wir zum nicht so schönen Tag, schönen Teil des Tages. Ich sag es ehrlich, ich habe heute echt nicht so viel Bock aufs Beintraining. A, weil ich immer noch die Beinlängendifferenz habe und immer noch mein ISG und meine Hüfte und mein Hüftbeuger deswegen verrückt spielen. Das heißt, ich kann wieder keine Squats machen. Ich muss wahrscheinlich mit der Beinpresse wieder vorlieb nehmen. Einbeinig auch noch. Und eher die isolierten Varianten, aber das soll nicht das Thema sein. Es wird durchgezogen. Cardio muss ich danach auch noch machen. Heute wunderbar geiles Wetter. Es ist jetzt 17 Uhr. Jetzt die ganze Zeit gearbeitet, PTs gemacht, eben noch am Schreibtisch gesessen. Kleines Protein-Eis gegessen, Pre-Workout. Heute Abend gibt es dann noch die große Mahlzeit. Ja. Montag, International Chest Day, ich mache Beine, das passt wenigstens. Bock haben wir nicht, wie gesagt, ich sage es ehrlich, aber jetzt wird durchgezogen. 3 Wochen noch bis zum Wettkampf, da wird kein Training geskippt, sonst auch nicht. Also ist halt keine Option. Consistency is key, wie mein Mann Tapia zu sagen pflegt. Boom! Und wie ihr seht, seht ihr kein Beintraining. Das passiert, wenn der Akku leer ist. Ich muss mir mal einen Zusatzakku kaufen. Hab dafür jetzt das Pull-Training von vor 2-3 Wochen mit dem Gym Night aus Bremen verwendet. Das hatte ich nämlich noch gar nicht sozusagen genutzt für YouTube. Und dann dachte ich, dann baue ich das hier einfach ein. Völlig egal, ob das nun authentisch in den Tag oder so passt. War ein Freestyle-Training. Wir haben uns sehr spät Freitagabends getroffen, weil der Gym Night dann auf dem Weg war, durch Hamburg quasi.
Habe ich gern mit ihm Training absolviert. Jetzt haben wir Kabelrudern. Da haben wir mit begonnen. Moment, wieder einer meiner Lieblingsübungen. Habe ich ganz lange gar nicht gemacht. Jetzt mittlerweile, wo ich mehr versuche, wirklich die mittlere Rückenpartie, den Trapez dabei, mehr zu beanspruchen. Gefällt mir die Übung wieder richtig gut. Ihr seht, ich ziehe über den Ellbogen und ziehe den Ellbogen hinten auch nicht hinter den Rücken, sondern wirklich nur bis die Mittelpartie der Trapez, also die Nackenmuskulatur, der unteren Anteil da richtig schön fest ist. Und fühlt sich richtig gut an. Ich lehne mich auch immer ein bisschen nach vorne, damit ich ein bisschen mehr in den Stretch reinkomme. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir natürlich eine sozusagen eine Übung von oben, den klassischen Latzug zur Brust. Und auch da sei gesagt, ich nutze ganz bewusst nur die Range of Motion, die ihr jetzt seht. Das heißt, ich ziehe wirklich nur maximal bis zum Kinn, weil danach aktiviert sich bei mir durch meine langen Arme gleich wieder der hintere Schulterkopf. Und ich will hier wirklich nur über den Lat arbeiten. Deswegen die Range of Motion. Dann habe ich da mal ausprobiert, ewig gesehen beim Online-Coach und anderen Leuten, das einarmige Rudern an der, an der T-Bar sozusagen. Und ja, waren wir bei McFit da und da hat sich das mal angeboten, da sie sowas haben. Und auch das, richtig geile Übung. Probiert es mal aus, muss der Rumpf richtig fest bleiben, dann über den Ellbogen. Und auch hier arbeite ich nicht bis mit dem Ellbogen hinter den Rücken, sondern auch nur bis zur Mittellinie quasi. Und auch hier richtig brutalen Stretch. Bam, richtig fest rein. War eine richtig, richtig gute Übung. Haben wir, glaube ich, auch 4 Sätze pro Seite gemacht. Muss man sich erstmal so ein bisschen einfinden. Wie weit lehne ich mich vor? Fühle ich den Stretch? Fühle ich den Rücken richtig gut? Also probiert es mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Richtig, richtig gute Übung, um eben auch für die Mind-Muscle-Connection. Richtig nice. Ich glaube, der Online-Coach nennt es immer die Landmine Rows. Als wie so eine Landmine aussieht. So, dann hatte der gute Gym Knight den Armblaster dabei. Den hatte Arnie damals schon gerne genutzt. Ich erinnere mich da an Bilder. Und das Ding ist einfach richtig, richtig gut. Richtig top. Da kann man nicht schummeln, weil die Ellbogen hinten, da sieht man das jetzt so ein bisschen, an so einer Plastik-Einbuchtung befestigt sind. Das heißt, man kann auch gar nicht so viel Gewicht benutzen, wie man es sonst wahrscheinlich bei den Curls macht. Und der Pump war richtig brutal nach den 3-4 Sätzen, die wir gemacht haben. Wir haben 2 Sätze im Hypertrophiebereich gemacht. 8-12 Wiederholungen. Und dann haben wir nochmal 2-3 Sätze, wirklich nur 4-6 Wiederholungen, Gewicht nochmal hochgegangen. Das Ding brauche ich auf jeden Fall. Und sieht natürlich auch relativ brutal aus. Ne? Alright, Finisher war dann eine Hammer-Variante für den Bizeps, liegenderweise mit dem Tau. Auch am Kabelzug mache ich ganz gerne, weil man sich da mit den Knien so ein bisschen gegenlehnen kann, möglichst viel Momentum rauskriegt. Da haben wir sogar nochmal so 15-20 Wiederholungen gemacht, um den letzten Pump uns zu holen. Wir haben uns ein schönes Training gegönnt mit ordentlich Pump. Wenn man schon zusammen trainiert, kann man das ruhig mal machen, nicht immer auf Progression. Aber das war ja in letzter Zeit sowieso bei mir der Fall. Ja, ich hoffe, das Training hat euch gefallen. Ich fand es richtig geil, freue mich auf das nächste Training mit dem jungen Mann. Checkt ihn bei Instagram aus und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Wir sehen uns dann gleich wieder. Fail, der Fitness-YouTuber. Natürlich war meine Speicherkarte leer beim Beintraining. Aber ich habe mir ja sagen lassen, dass Beintrainings eh nicht so gut ankommen. Hat der Ofcom mal erwähnt. Deswegen habe ich jetzt mal das Pull-Training verwendet. Von vor 2 Wochen, 3 Wochen mit dem Gym Knight aus Bremen. Checkt ihn mal bei Instagram, ich verlinke das hier mal. Richtig guter Mann. Ja, haben eine geile Pull-Session gehabt mit dem Armblaster McFit in Stelzhoop, das neue. Das ist jetzt ein Home of Fitness, also richtig geil ausgestattet, geiles Licht, aber habt ihr ja gerade gesehen. Ja,
jetzt gerade nach Hause gekommen und habe ganz vergessen, dass noch ein Paket hier liegt. Das hat die Firma Joe Mu an uns geschickt, an Jascha und mich, an die Fitness Elevator Crew. Ich mach das mal auf. Gerstengras. Mal sehen, was da drin ist. Schon mal eine Infobroschüre, damit ich euch natürlich auch was darüber erzählen kann. Ich mache mal das Fenster zu. Fresh out of the shower. So, reiß auf das Ding. So, ich hatte ja Gerstengras schon mal. Allerdings glaube ich nicht in so guter Qualität. Da gibt es garantiert Qualitätsunterschiede. Sieht man gar nichts. Besser, ne? So, was ist da Schönes drin? Grüne Stärke, Gerstengras, Biopulver. Ich muss das mal checken. Erstmal nochmal. Ich habe es ja getestet, konnte damals jetzt keinen großen Unterschied feststellen. Gerstengras, Bio. Presslinge, quasi to go. Auch geil. Wenn man das nicht sich anrühren will. Finde ich auch cool. Und was ist hier noch drin? What's that? Vitafrucht, frisch eingekochte Probe. Ah ja. Was auch immer das sein mag, sieht aus irgendwie wie so ein Erdbeer-Mix. Irgendein Berry-Mix, I don't know. Ja, und hier steht nochmal, ich trinke Lebensenergie. Vegan, die Nummer 1 für nachhaltiges Leben. Ja, danke an die Firma Jumu, dass sie uns das geschickt haben. Was ist hier nochmal drin? Nochmal eine Probe. Diese Presslinge. Dass sie uns das geschickt habt. Leute, thank you. Und jetzt machen wir nochmal den Test. Ob ich das noch in der Wettkampfdiät mache, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, was die für Calories haben. Eine Proportion 15 Gramm. Oder ob das überhaupt Kalorien hat. Biotin, B2, Folat. Ja, muss ich erstmal checken, ob ich das noch in der Wettkampfdiät nochmal teste. Könnte Sinn machen, weil ich es sozusagen damals im Aufbau getestet habe und da mich sowieso sehr gesund ernährt habe und gut ernährt habe und deswegen auch so aus meiner Sicht nicht ausmachen konnte, ob es nun Mehrwert hatte an Vitalität, Gesundheitsgefühl. Ja. Jetzt komme ich ja wirklich langsam in so eine Unterversorgung. Keine ausgewogene Ernährung mehr. Und da könnte man dann vielleicht einen Unterschied feststellen. Na, 3 Wochen. Ja, ihr werdet sehen. Jetzt wird erstmal gegessen. Heute wieder Schupfnudelauflauf. Carbs nochmal gedroppt. Das heißt, da sind nur 300 Gramm Carbs drin. Viel mehr Gemüse, viel mehr Zucchini. Gurke ist noch reingekommen. Gedroppt haben wir ja nicht mehr ganz so viel Soße etc., alles was Carbs hat. 200 Gramm Carbs heute. Muss vorangehen. Seht ihr aber gleich. Ich sage es ehrlich. Es zehrt langsam an der Kraft.
Was gibt's jetzt? Post-Workout. Schön Auflauf. Und dann gibt's noch ein Protein Fluff, damit ich was Süßes nochmal hab. Oben drauf sind hier, was hier so richtig schön knusprig ist, ist Lachsschinken. Schön überbacken. Richtig nice. Und wie gesagt, ganz viel Zucchini, Gurken, Volume Food. Menge. Für wenig Calories.